und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Wartet mal ganz kurz. Das Bild ist ja furchtbar. So, jetzt. Gib dir ein bisschen Mühe. Gib dir ein bisschen Mühe, mein Schatz. ja. Was ihr hier gerade seht, ist mein kleiner Leo. Und um ihn geht es heute auch. Weil ich möchte ein kleines Update zum Thema kleine Hasen geben. Ja, so macht man dich müde. Mit ein bisschen Karottenkraut und viel Männchen machen. Werden halt und wie ein junger Gott. Das muss ich an dieser Stelle kurz machen. Entschuldigt, der ist wirklich ablenkend und zu süß. Wartet mal. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt darfst du dir das. Also. Was ist das Update? Also vor ein paar Monaten war er noch ein kleiner Tyrann. Also richtig schwierig. Da hat er hier, also das letzte Update, das ihr habt, war, er hat unseren Teppich begattet. Unser Teppich begattet. Das war so das letzte, wo ihr Stand seid. Und dann kam bei ihm der Tag, wo wir ihn... Wir haben ihm die Möglichkeit, den Teppich zu begatten, genommen. Und ja, da danach, das ist gerade so süß, wie ihr es sehen könntet. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Oh Gott, du bist so süß, weißt du das? Ja, auf jeden Fall, das war unser letzter Stand der Dinge. Und jetzt bin ich, hey, junger Mann, nicht so wild. Ja, auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass er da danach immer noch wirklich total überdreht war, ständig, ne? Also, weißt du, nicken sieht keiner. ja, er war immer überdreht und wild und nachts war er ein Albtraum. Der war laut, dass alles zu spät war. Und ich konnte so keine Filme gucken, ich hatte eigentlich keine Ruhe nachts. Entschuldige, kleiner Mann, da gucken wir uns ganz schuldbewusst. Und ja, das war wirklich nicht ordentlich, mal ganz kurz. Das ist nicht so super, ich habe kein Tempo. Ja, und auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann wirklich verzweifelt war, weil ich konnte nachts nicht schlafen. Und er war so überdreht und er ist immer nur gerannt. Und er hat, vor allem, er ist durch die Gegend gerannt wie unter Strom, als ob da einer hinter ihm her wäre. Und das hat mir immer so leid getan, weil ich gedacht habe, Gott, wie soll ich ihm helfen und überhaupt? Und ja, jetzt langsam, Entschuldigung, da muss echt nicht gerade. Das ist halt der Nachteil, wenn man gerade einen Karnicki getragen hat. Dann sieht man ein bisschen derangiert aus, zumindest ich. Ja, guck, da ist es. Da. Das nehme ich doch. Nein, man ist wählerisch, ne? Jetzt will man unbedingt dort, wo man gerade schon angesetzt hat, aber da kommt man nicht weit, weil das da jetzt dünn ist. So, da. Jetzt sag nicht, dass du es nur nicht entschuldigt. Ja, auf jeden Fall ist es dann so, dass es wirklich furchtbar war und dass ich echt nicht weiter wusste. Wie zu meiner Mutter gesagt, wir haben dann Folgendes versucht. Wir haben ihn dann über Nacht teilweise einfach ins Wohnzimmer getan, haben ihm... Hey, junger Mann, nichts mit Selbstbedienung. Wir haben ihn dann nachts ins Wohnzimmer gesteckt, damit ich nachts mal Ruhe hatte. Aber das konnte ich dann auch nicht lange tragen, weil ich zu meiner Mutter gesagt habe, Mom, irgendwie, sobald er, also als ich dann am nächsten Tag wach geworden bin, habe ich ihn einfach vermisst, furchtbar. Da war es für mich auch nicht mehr so gut, weil er hat mir dann gefehlt. Und dann ist mir bewusst geworden, ich kann zu diesem Zeitpunkt nicht mit ihm sein, aber auch nicht ohne ihn wirklich. Dann wusste ich nicht weiter. Und dann irgendwann bin ich nachts auf die Idee gekommen, ich könnte mir ja mal so Kopfhörer aufsetzen. Und das war die erste Idee meines Lebens. Weil in dieser Nacht war der so ruhig. Anfangs habe ich überlegt, ob es einfach nur Zufall ist, weil er müde ist oder irgend sowas. Habe ich einfach mal eine Woche lang getestet. Und ja, der wollte nachts einfach auch seine Ruhe haben. Also mein Tipp für alle, die Hasen haben, es hilft auch, wenn der Hase nachts Ruhe hat, wenn ihr nachts Ruhe wollt. Ja, und dann war aber oft immer noch so ein bisschen aufgeputscht. Dann hat mir eine Bekannte empfohlen, wir sollen einfach mal sein Kraftfutter ein bisschen reduzieren. Und ja, der ging mich schon ganz kleiner, lieber Schatz.
Ja, geht's dir? Bin ich ein ganz lieber Schatz. Bin ich manchmal sogar ein bisschen zu ruhig jetzt. Ja, und er ist auf jeden Fall jetzt ein ganz, ganz lieber Schatz. Und na, komm schon. Komm schon. Weißt du was? Gib mal her. Das ist ja nicht so was. Mach mal diesen hier. Seitdem ist er, also was mir so aufgefallen ist, sag mal Hallo. Mit Vollmond spricht man nicht, da hast du recht. Ja. Auf jeden Fall der Riesenunterschied ist, also anfangs war es so, du konntest den nie hochnehmen. Also wenn er hier draußen, wenn er draußen war, nicht im Stall, dann durftest du den nicht hochnehmen, da durftest du nichts machen. Und der war so aufgeputscht und alles, dass der überhaupt nicht mehr, dass er überhaupt nicht irgendwie zugelassen hat, dass du ihm näher kommst oder so. Und, hey, junger Mann. Ja, ich weiß, dass es hier überall nach leckerem Kraut riecht. Ach, gut, dann machen wir sie zu. Dann kannst du in Ruhe dein Kraut fressen und ich kann in Ruhe drehen. Ja. Dann war es so, dass er auf jeden Fall so aufgeputscht war, dass du ihn nicht hochnehmen konntest. Der war so flutschig, ne? Der war so richtig, wenn man den Gesicht immer noch kalt war. Der war immer so aufgedreht, dass der so flutschig war, dass der dir immer wortwörtlich aus den Händen rausgeflutscht ist und du den nie fangen konntest. Und jetzt ist es inzwischen so, dass ich einfach diesen hier machen kann. Ich kann neben mich greifen und manchmal rennt er weg, vor allem dann, wenn er denkt, jetzt nimmt ihm einer sein Fressen weg. Aber meistens ist es so, du machst dann so und dann kannst du ihn einfach hochnehmen. Also, Leo, mach doch nicht im ganzen Gang und Sauerei. Es reicht doch schon, wenn du es hier direkt neben mir machst. Entschuldigt. Ja. Er ist auf jeden Fall ein wirklich, wirklich lieber kleiner Junge, ja, nee, lieber kleiner Hase geworden. Er ist gewachsen. Das ist auf jeden Fall. Entschuldigt. Das ist das Ding mit Hasen. Man muss immer hinterherräumen. Also zumindest mag ich das immer, weil ich nicht möchte, dass er am Ende so eine Sauerei hier überall in der Wohnung hinterlässt. Ja, er ist auf jeden Fall ein ganz lieber geworden und so ganz zutraulich. Also der ist auch sehr anhänglich. Der ist jetzt, und er ist, was also noch kein Hase vorher war, er ist einer, der wirklich das Kuscheln einfordert. Der will eine gewisse Form von Nähe haben. Also wenn du dem nicht genug Aufmerksamkeit zukommen lässt, kann der auch richtig knatschig werden. Was du dann insofern merkst, dass er dann anfängt, zum Beispiel Unsinn zu machen oder, ja, oder solche Sachen. Okay, ich sage, das mache ich auch manchmal ganz gerne. Ja, und was ich auf jeden Fall jedem sagen kann, ist, kein Kraftfutter ist keine Lösung, weil wir hatten auch so Probleme, dass er dann so schlapp gewesen ist, dass er gar nichts mehr gekonnt hat. Entschuldigt immer noch. Ich habe, ja. Er hat dann auf jeden Fall, konnte dann gar nicht viel machen und dann war er total schlapp sofort. Dann gab es Zeiten, da haben wir dann angefangen, wieder ein bisschen Kraftfutter zu geben. Und dann hat er auch wieder angefangen, mehr zu spielen, mehr zu machen. Und man muss das richtige Maß kennen. Also für Leo ist das richtige Maß, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ob es für andere Hasen auch so ist, immer eine Handvoll ungefähr. Und wenn das leer ist, dann halt nochmal eine Hand und so. Aber eben, dass er die Zeit und ihm Zeit lassen, das leer zu fressen und vor allem ihn in Ruhe fressen lassen, da ist schon total happy dann. Dann noch eine große Änderung, die es bei uns gab, war, wir haben ungefähr am Mittwoch dann den Hasenstall, nee, wir haben den Hasenstall ja geputzt und dann ist er umgezogen vor kurzem auch. Und ja, jetzt wohnt er gerade in einem neuen Stall, der ein bisschen größer ist, wo ich sagen muss, dass es irgendwie ein bisschen unverhältnismäßig aussieht, weil der Stall ist so ungefähr und Leo ungefähr so dann. Und es ist irgendwie total der witzige Anblick immer. Ja, und ja, das ist eigentlich alles, was ich euch dazu so erzählen kann. Ich würde jetzt, weil ich mich sowieso nicht konzentrieren kann, wenn er in der Nähe ist, weil er einfach, er hat, ja, und da will er auch schon die Aufmerksamkeit haben. Ja, das war jetzt genug für ihn. Jetzt muss es sich nur noch um Leo drehen. Finde ich ja knatschig. Und das möchte ich jetzt nicht. Ja, seht ihr, da kommt sie, stupft er schon. Ich möchte gekuschelt werden und alles stupfen. Ich würde sagen, wir sehen uns am Freitag wieder.
Weil mein kleiner Vegetarier hier, ein kleiner Grünzeugfresser, will jetzt meine Aufmerksamkeit haben. Und ja, es ist ja, ja, gut. Es ist ja so, dass ich die jetzt auch geben sollte. Also, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Hasen so am liebsten fressen. Also, Leo frisst recht gerne Karottenkraut, wie ich festgestellt habe. Ihr könnt mir aber auch gerne einen Kommentar auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Ciao.